Einen schönen guten Tag zusammen. 18. April 2020. Heiko Focken, Mitarbeiter im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, meldet sich über Drehscheibe online mit einem eindringlichen Appell an alle Eisenbahnfans, da es leider bei den Abschiedsfahrten der RE90 Ersatzzüge zu massivem Fehlverhalten von Eisenbahnfans gekommen ist. Und nicht mal einen Monat später wendet sich Tobias Richter am 10. Mai 2020, und der ist der Vorstand von TRI, der meldet sich wieder mit einem eindringlichen Appell an alle Eisenbahnfans, ja, weil es bei den Ersatzverkehren bei der S-Bahn Rhein-Ruhr wieder zu massivem Fehlverhalten von Eisenbahnfans gekommen ist. Und wenn zweimal in kürzester Zeit von höherer Ebene solche ausführlichen Artikel über DSO kommen, ja, dann ist es um unser Hobby aktuell gar nicht gut bestellt. Und ich fürchte, viele von den Mahnungen und Warnungen wird es nicht geben. Geht das so weiter, ja, dann war das jetzt nicht nur Eskalationsstufe 1, sondern dann kommen weitere Eskalationsstufen. Und deswegen, wer ein Interesse daran hat, dass Eisenbahnfotografie, ja, insbesondere an Bahnhöfen oder in Zügen, weiterhin erlaubt bleibt und man nicht irgendwelche besonderen Genehmigungen oder sonst irgendwas braucht, der muss jetzt dringend selber und auch für andere darauf achten, dass ein paar grundlegende Verhaltensregeln eingehalten werden. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier ein Video zu machen, wo ich mal die 5 grundlegenden Verhaltensregeln für Eisenbahnfans erläutern möchte. Und dann kommen wir mal gleich zu Punkt 1. Und der besagt, bitte nur in öffentlichen Bereichen sich aufhalten. Heißt, Fahrgastraum, an Bahnsteigen, an öffentlichen Wanderwegen, ja, alles wunderbar, alles super, aber solche Sachen wie Führerräume, Dienstabteile, Stellwerke, Bahnbetriebswerke, Abstellanlagen oder irgendwelches Privatgelände, das ist absolut tabu. Das sind interne Bereiche, ja, und da darf man einfach nicht rein. Und da wurden leider schon auch in der Vergangenheit immer wieder Eisenbahnfans, ja, von Mitarbeitern erwischt, ja, und das ist echt problematisch und das ist strafbar, muss man ganz klar sagen. Und da haben wir Eisenbahnfans gar nichts drin verloren. Ja, und der Zutritt zu solchen internen Bereichen, den kann im Übrigen auch nur einem der Eigentümer gewähren und nicht irgendwelche einzelnen Bahnmitarbeiter. Ja, also das, was mir manche da schicken, ach ja, ich habe da mal einen Lokführer gefragt oder ich kenne da einen Lokführer und dann hat der mich mit auf die Lok genommen und dann durfte ich da vorne mitfahren. Nein, da durftest du eben nicht vorne mitfahren. Der Lokführer darf das dir gar nicht erlauben, ja, weil dem Lokführer gehört nicht die ganze Eisenbahn. Ja. Und wenn ihr unbedingt mal im Führerraum mitfahren wollt, dann macht doch am besten die Ausbildung zum Lokführer, werdet Lokführer und dann kriegt ihr sogar Geld dafür. Ja. Es gibt auch noch 2 Kontaktadressen von der Deutschen Bahn, wie man mal an eine Genehmigung von der Führerstandsmitfahrt kommt, ist in dem Dokument verlinkt. Aber grundsätzlich gilt, auf keinen Fall irgendwelche internen Bereiche, Führerräume oder sonst irgendwas betreten. Dann kommen wir mal zu Punkt 2. Weg vom Gleisbereich. Ja, die Eisenbahn, die ist ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Aber auch nur dann, wenn man ihr mit dem entsprechenden Respekt begegnet, wie es halt eben angebracht ist. Ja, und die Züge, die da entlang fahren, die haben je nach Geschwindigkeit eine unterschiedlich starke Sogwirkung. Ja, und mit einem Stativ zu nah am Gleis positioniert, das fliegt schnell mal weg. Oder wenn man das selber auch nahe am Gleisbereich steht, man ist schon Leuten passiert, die sind dann ausgerutscht, zack, im Gleisbereich und da gab es auch schon Todesfälle. Man darf das nicht unterschätzen. Ja? Stellt euch den Gleisbereich vor wie einen felsiger Abgrund. Ja? Umso näher man an die Felsenkante rankommt, umso größer die Gefahr abzurutschen und in die Tiefe zu stürzen und umzukommen. Und genauso ist es im Gleisbereich auch. Umso näher man an den Gleisbereich kommt, umso größer die Gefahr, dass irgendwann mal was passiert. Ja? Heißt, an Bahnsteigen bitte immer die weiße Linie beachten, immer hinter der weißen Linie sein. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist leichter passiert, dass man hinter der weißen Linie ist, wie einem lieb ist. Ja, mir ist auch schon passiert, ich bin da am Bahnsteig gelaufen, habe da ein Foto gemacht, ne, und laute Geräuschkulisse im Hintergrund. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass von hinten irgendwie ein Zug kommt, stand irgendwie einen Schritt über der weißen Linie und habe dann einen ordentlichen Luftzug mitbekommen. Ja? Und ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich direkt an der Bahnsteigkante gestanden wäre. Ja, also, und das passiert einem leichter und das passiert schneller, als man denkt. Und deswegen, wenn man die Position am Bahnsteig wechselt, immer gucken, ist man noch hinter der weißen Linie. Ja? Und an
Bahnstrecken, ja, wenn man da irgendwie fotografiert, immer mindestens 5 bis 10 Meter Abstand halten. Ja, bei Neubaustrecken am besten 20 Meter Abstand halten, so dass man da wirklich auf Nummer sicher geht und nicht so nah am Gleisbereich ist. Hier mal ein paar Beispiele, wo mir Lokführer gesagt haben, dass sie schon Eisenbahnfans gesichtet haben. Ja, also hier, das ist viel zu nah am Gleisbereich. Ja, oder auch hier, das ist mitten im Gleisbereich, da müssen entsprechende Personen über die Absperrung hier drüber gegangen sein. Ja, ja, das geht gar nicht. Und immer wenn ihr so ein Schild seht, über den Bahnsteig wird nicht hinausgegangen, auch nicht auf irgendeinen alten Bahnsteig sich dann gestellt. Nein, nur auf dem Bahnsteig bleiben oder auf öffentlichen Wegen und niemals in der Nähe vom Gleisbereich. Dann noch ein Tipp zum Filmen an der Bahnstrecke. Trag da bitte immer eine Warnweste. Und da auch eine ganz klare Ansage, mit Warnweste darf man genauso viel oder genauso wenig wie ohne Warnweste. Manche meinen, ja, mit Warnweste kann ich mich dann an den Gleisbereich stellen oder Gleis überschreiten. Nein, überhaupt ist das ist nicht der Fall. Ja, es ist mit Warnweste auch komplett verboten, im Gleis oder am Gleisbereich zu sein. Die einzige Funktion, die Warnweste hat, ist die, wenn man jetzt da an der Bahnstrecke steht, so, und seine Fotos macht. Und in der Nähe gehen Leute halt spazieren und sehen, da steht einer, ja, an der Strecke. Da ist es schon vorgekommen, dass da die Leute die Polizei angerufen haben und gesagt haben, Strecke sperren, da will sich hier jemand umbringen. Und das ist wirklich schon vorgekommen. Und deswegen, ja, sollte man den Ganzen vorbeugen, eine Warnweste anziehen. Ja, und wenn man dann mit genügend Abstand vom Gleisbereich steht, dann passiert da auch nichts, dann wird keine Strecke gesperrt und dann ist da nichts gefährlich und man kriegt auch keine Probleme und kann einfach nur schöne Fotos machen. Dann Punkt Nummer 3. Ja, wir Eisenbahnfans sind dafür da, um schöne Fotos zu machen. Aber wir dürfen natürlich niemals dabei in irgendeiner Form Fahrgäste oder Bahnmitarbeiter belästigen oder gar gefährden. Ja. Und deswegen müssen wir zum Beispiel immer den Blitz abschalten, ja, wenn wir fotografieren. Also weder am Bahnhof noch an der Strecke darf man in irgendeiner Form den Blitz von der Kamera einsetzen. Das ist einfach nur gefährlich. Und am Bahnhof darf man auch kein Stativ aufstellen oder auch keine anderen technischen Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel irgendwie eine Leiter aufstellen und dann, nee, geht alles nicht. Und Drohnen steigen lassen darf man auch nicht. Genau, ein Hinweis noch, und zwar, was auch sehr, sehr schlecht ist, wenn man sich mitten auf den Bahnsteig stellt und da die Züge filmt, weil das sind halt viele Leute und manche wissen nicht jetzt genau, ob ihr jetzt den Zug filmt oder ob nicht die irgendwie doch im Bild sind und man muss das Recht am eigenen Bild beachten. Man darf keine Leute ungefragt einfach so filmen und fotografieren. Deswegen mein Tipp, geht immer ganz ans Bahnsteigende. Ja, macht da eure Aufnahmen und dann ja, sind da in der Regel keine Personen zu erkennen und dann passt die ganze Sache auch. Und genau, zum Thema Bahnhof noch ein letztes. Bitte auch nicht wild umeinander rennen. Ja, auch wenn da schnell noch ein Zug kommt, dann lasst den Zug halt fahren, dann ja, macht da kein Bild, anstatt ist, dass ihr da irgendwelche Leute umrennt. Das geht wirklich gar nicht. Dann Thema Verhalten in Zügen. Ja, da sind wir ja auch Fahrgäste und sollten uns auch wie Fahrgäste aufführen. Und ja, es gibt ja nicht mehr viele Züge, wo man noch ein Fenster aufmachen kann. Aber es gibt immer mal wieder Ersatzzüge und in denen kann man halt noch ein Fenster aufmachen. Und leider ist es da in der Vergangenheit oder in letzter Zeit immer mehr dazu gekommen, dass Eisenbahnfans es damit komplett übertrieben haben. Man kann nicht, wenn der Zug wahnsinnig schnell fährt oder wenn es kalt ist oder sonst irgendwas, die Fenster alle aufreißen, den Leuten zieht es, denen ist es unangenehm und deswegen darf man nur ein Fenster aufmachen, wenn niemand anderes dadurch gestört wird. Ja, ganz klare Ansage an der Stelle, weil wir Eisenbahnfans wollen ja auch, dass die Leute gerne mit der Bahn fahren. Also dann dürfen wir die Leute nicht vergraulen. Fenster aufmachen, nur wenn es angebracht ist, nur wenn es mal passt und niemanden stört. Und was wirklich gar nicht geht, ist, wenn da wirklich gerade in Gruppen ja, 5 oder 10 Eisenbahnfans zusammenkommen und dann alle möglichen Fenster aufreißen. Jeder hat da seinen eigenen Vierer. Ja, also es gibt halt noch andere Fahrgäste und denen wird das Bahnfahren wirklich abgewöhnt dadurch, wenn man sich so verhält und dann noch rumrennt die ganze Zeit, ja, rumbrüllt und alles. Und gerade Gruppen sind halt anfällig, dass es so eine gewisse Dynamik annimmt. Ja. Der Einzelne geht vielleicht noch, ja, aber umso mehr es dann sind, umso wilder geht es dann ab und das geht einfach gar nicht. Ja, da jetzt, und ich sage es ganz deutlich, wenn es sich jetzt nicht schnell ändert, dann fürchte ich, dass das noch ernste Konsequenzen haben wird. Und von daher bitte diszipliniert euch
Und wenn ihr mit solchen Ersatzzügen fahrt, dann fahrt halt da eure eine Tour, setzt euch da vernünftig hin, verhaltet euch ruhig. Wenn es niemanden stört, kann man mal ein Fenster aufmachen. Und ganz wichtig, beim Fenster aufmachen, nicht rauslehnen. Ja, da ist an jedem Fenster ist da ein Schild, wo es extra draufsteht, nicht rauslehnen. Ja, und manche, und da hatte ich es auch schon mit manchen Eisenbahnfenstern, habe ich selber schon beobachtet, ja, die lehnen sich raus, oh, N-Wagen, geil, hier, Fahrtwind und so. Und dann sage ich, ey, rein mit dem Kopf, ja, ja, hab alles im Griff, ja, das läuft schon, wunderbar. Nichts läuft, Freunde, bis ihr den ersten Ast in der Fresse habt. Und das unterschätzt man sehr, sehr leicht. Ja, das klar, wenn man noch jung ist und ne, dann macht man drauf los. Aber bitte glaubt mir, da gab es echt schon Leute, die haben sich auch rausgelehnt. Und dann war der nächste Ast doch näher an der Strecke, wie einem lieb war. Und es gab schon Leute, die haben schwere Kopfverletzungen davon getragen. Das muss euch echt nicht passieren. Bitte, lasst den Kopf drinnen. Lasst auch die Kamera und alles Mögliche drin. Auch ich habe ja schon aus dem Fenster ein bisschen mal was gefilmt. Aber auch da reicht es, die Kamera nur an die Kante zu halten und das Fenster nur einen Spalt zu öffnen. Da kommen auch schon wunderbare Aufnahmen bei raus. Wie gesagt, man muss nicht die Kamera sonst wie raushalten. Man muss nicht das Fenster sonst wie aufmachen. Man muss damit echt entsprechend vorsichtig und umsichtig umgehen. Und dann passt das auch. Das dazu. Dann kommen wir zu Punkt 4. Da geht es darum, dass der Zug so hinterlassen wird, wie man ihn vorgefunden hat. Und das, was da einige machen, ja, dass sie da an den Schaltschrank gehen oder dass sie an irgendwelchen Schilderkästen gehen und sich da einfach Zuglaufschilder rausnehmen, das ist Diebstahl, nichts anderes. Ja, und auch wenn da manche sagen, ja, aber ich habe nur ein Schild genommen, nur ein Schild. Leute, das ist Diebstahl, Punkt, aus, Ende. Ja, und wenn jeder nur ein Schild nimmt, dann sind halt irgendwann keine Schilder mehr da, beziehungsweise das fällt halt auch dem Bahnpersonal auf. Ja, und da geht es gar nicht darum, dass ihr auf frischer Tat ertappt werdet, sondern da geht es darum, dass Lokführer oder Zugbegleiter gehen ja mal durch den Zug durch und dann sehen die, da fehlt ein Zuglaufschild, hier fehlt ein Zuglaufschild, ja, und dann machen die die Schilderkästen auf und sehen, da fehlt das, ja, dass die dann irgendwann echt einfach aggro werden gegen Eisenbahnfans, ist irgendwo nachvollziehbar. Ja, weil es kann ja nicht sein, dass wir Eisenbahnfans den Bahnmitarbeitern nur Probleme bereiten, ja, indem die jetzt dann da Schilder melden und nachbestellen müssen. Wenn man so ein Zuglaufschild haben möchte, ja, als Deko für zu Hause, dann muss man halt eben die entsprechende Bahngesellschaft anschreiben und fragen, ob man gegen die Entrichtung von einem kleinen Entgelt so ein Zuglaufschild dann mal zugeschickt bekommt. Und dann passt es alles. Oder jetzt auch im DB-Museum in Nürnberg kann man auch Zuglaufschilder kaufen. Ja, man muss keine klauen. Genau. Und auch ansonsten alle anderen Gegenstände, Mülleimer, Kopfpolster, Armlehnen, Hebel, Halterungen, ist alles schon weggekommen. Ja, auch im ICE diese Kopfkissen. Leute, lasst die Sachen da, wo sie sind. Ja, wenn ihr irgendeinen Bahnsitz haben wollt. Da gibt es sogar eine Stelle, da kann man die offiziell kaufen. Ja. Aber in den Zügen lasst ihr das Zeug da, wo es ist. Dann kommen wir noch zu Punkt 5. Und da geht es um das Veröffentlichen von Bildern, Videos und Informationen. Also, Thema Veröffentlichen von Bildern und Videos. Zu privaten Zwecken ist es ohne Genehmigung möglich. Heißt, ich mache am Bahnhof oder an einer Strecke irgendein Bild, wo jetzt die Landschaft und nur der Zug drauf ist oder der Bahnhof und der Zug, dann kann ich das ohne Genehmigung jetzt auf Instagram oder auf Facebook oder auf YouTube veröffentlichen. Mache ich ja auch. Wenn man jetzt allerdings gewerbsmäßig unterwegs ist, das heißt, man erzielt regelmäßig Einnahmen, dann muss man sich natürlich entsprechend Drehgenehmigung von der Deutschen Bahn oder von dem entsprechenden Bahnunternehmen holen. So, jetzt aber noch zum viel wichtigeren Thema, Verbreiten von Informationen. Also alle öffentlich einsehbaren Informationen, ja, von irgendwelchen Webseiten der Bahnunternehmen oder Wikipedia oder irgendwelche öffentlichen Fahrpläne, kann man gern verwenden und weiterverbreiten. Alles kein Thema. Aber irgendwelche internen Fahrpläne oder irgendwelchen internen Meldungen und Nachrichten, ja, die darf man nicht weiterverbreiten. Ja, und wenn es jetzt da irgendwelche gutmütigen Fahrdienstleiter, Lokführer oder vor allem Auszubildende gibt, die dann doch unerlaubterweise mal irgendwelche Informationen Eisenbahnfans zuspielen, dann bitte geht mit denen echt sorgsam um. Ja, und wenn ihr da mal irgendwie
Fahrzeiten von einem Güterzug geschickt bekommt, dann nutzt die Information, stellt euch halt an die Strecke, an eine schöne Fotostelle, macht da euer Bild und gut ist. Ja? Aber nicht dann auf Instagram hergehen, dann die genaue Nummer von dem Güterzug oder von der Überführung dahin schreiben, Start und Ziel und alle genauen Details da reinpacken. Nein, wirklich, bitte lasst sowas. Ja? Und veröffentlicht da auch keine internen Fahrpläne und solche Sachen. Alle Informationen aus internen Systemen bitte nicht weiterverbreiten. Da gibt es echt saftig Ärger. Das waren die 5 Punkte. Aus aktuellem Anlass muss ich leider noch einen kleinen Zusatzpunkt reinschieben. Thema Corona. Ich dachte ja, dass die Eisenbahnfans ja, wie selbstverständlich das Thema ernst nehmen und auch ja, soweit die Regeln einhalten. Aber ja, anscheinend ist dem nicht so, wie in den eingangs erwähnten Artikeln beschrieben ist. Also, man kann über Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz da geteilter Meinung sein. Aber was nicht geht, ist, dass man sich nicht an die Regeln hält, weil sonst funktioniert das Zusammenleben halt nicht. Und deswegen bitte haltet euch an die Abstandsregeln, haltet euch an die Kontaktbeschränkungen. Man muss den Mund-Nasen-Schutz auch die ganze Zeit im Zug auflassen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und solche Szenen, ja, wie der ja auch geschildert wurden, in Bochum auf der einen Brücke, ja, wo dann 25 Eisenbahnfans auf einmal zusammenstanden, um da ein Bild zu machen, sowas geht nicht. Ja. Also wenn ihr seht, da stehen schon ein paar Eisenbahnfans und da ist nicht mehr genügend Platz für weitere Eisenbahnfans, dann sucht euch eine andere Fotostelle. Ja. Oder wenn ihr seht, am Bahnsteigende, da stehen schon 2, ja, und da ist kein Platz für einen dritten, dann verzichtet auf euer Bild. Das ist heldenhaft. Das ist das Verhalten, was wir jetzt brauchen. Aber nicht sich noch dicht gedrängt hinstellen und dann auch noch das Bild machen. Das funktioniert einfach nicht. Das mal zu den Regeln. Und eins möchte ich natürlich auch noch an der Stelle sagen. Ja, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass alle Eisenbahnfans sich dermaßen daneben benehmen. Nein, das ist nicht der Fall. Viele Eisenbahnfans benehmen sich sehr anständig und betreiben das ganze Hobby sehr sinnvoll und sehr gewinnbringend. Aber ja, viele reichen halt nicht. Es müssen möglichst alle, ja, oder möglichst viele müssen sich richtig gut verhalten, damit die ganze Eisenbahnfanszene wieder in ein besseres Licht gestellt wird, dass weniger Bahnmitarbeiter so ja, aggressiv auch auf Bahnfans reagieren und dass das Hobby insgesamt positiver wahrgenommen wird und dass es nicht zu solchen Briefen und vielleicht irgendwann sogar zu Verboten kommt. Deswegen muss jetzt jeder ja, nochmal verstärkt auf sich achten, die Regeln einzuhalten. Es geht nicht darum, welche Fehler jetzt wer in der Vergangenheit gemacht hat. Ich habe auch schon mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber wichtig ist, dass wir in Zukunft alle die Regeln einhalten und dass wir auch die Regeln weiter verbreiten. Ja, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt dieses Video teilen, mir kommt es ja nicht auf die Klicks an. Sondern mir geht es darum, zum Beispiel in der Beschreibung habe ich euch diese 5 Grundregeln reingepackt, kopiert den Text und ja, teilt es in WhatsApp-Gruppen, teilt es in Facebook-Gruppen, postet es auf Instagram und. Und nicht nur einmal, sondern wenn der nächste Ersatzverkehr kommt, wieder, immer wieder müssen wir uns an die Regeln erinnern und ermahnen. Und wenn wir auch jetzt zum Beispiel ja, Eisenbahnfans sehen irgendwo, ja, die sich daneben benehmen, dann bitte müssen wir uns auch untereinander ermahnen und zu gemäßigtem und richtigem Verhalten auffordern. Und dann, denke ich, auch haben wir eine Chance. Und dann wird das ganze Hobby auch als das wahrgenommen, was es eigentlich sein soll. Das Dokumentieren von Eisenbahngeschichte in schönen Filmen und Fotos. Abschließend jetzt noch eine Frage an euch. Welche weiteren Regeln oder Verhaltenstipps fallen euch denn ein, die wir Eisenbahnfans beherzigen könnten? Schreibt es mal gerne rein in die Kommentare. Dann danke ich euch jetzt sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.